Ja, hallo und zurück zu meiner großen Sommertour 2022. Und dreimal dürft ihr raten, wo ich bin, was da gerade fährt. Das ist die Silver Star. Ich war gestern im Europapark Rust und das ist auch der Anblick, den ich genießen durfte. Ich bin hier auf dem Zeltplatz und ja, die erste, also ich hätte schon die zweite Nacht hier gewesen, natürlich auch bei Anreise habe ich hier gepennt. Die erste Nacht war ganz gut, die zweite Nacht war, naja, ich hatte eine sehr anstrengende Jugendgruppe in der Nähe, die mich vom Schlafen sehr abgehalten hat. Hier ist noch so eine Jugendfreizeit, die waren auch lange noch wach. Allerdings, naja, wundert mich das, weil die haben ihre Betreuer dabei, die haben sich nicht so sehr darum geschert, hier die Nachtruhe einzuhalten. Ja, ansonsten war das ein schöner Tag, war sehr warm, war nicht so voll, es war relativ voll, aber es ging eigentlich. Wir haben dieses Virtual, diese Virtual Line benutzt. Ihr könnt im Europapark, oh, jetzt kommt gerade ein Campingwagen vorbei, ich muss ein bisschen warten, ihr hört mich gleich nicht mehr. So, gleich kann man wieder was hören. Die müssen nämlich umparken. Die können nochmal in den Park, die dürfen aber nicht mehr auf die Stellflächen hier, wo die Camper sind. Die dürfen jetzt hier einfach ganz normal parken auf der Fläche hier. Also eine ähnliche Fläche haben auch meine Freunde sich hingestellt. Die waren sind auch mit dem Wohnmobil hier. Die gehen heute nochmal in den Park. Wir waren auch den ganzen Tag zusammen im Park und ja, ich habe so viele Fotos gemacht, dass ich tatsächlich meine Powerbank brauchte und ich gemerkt habe, dass das Induktionsladen verdammt langsam geht. Ja, ich presse jetzt hier noch ein bisschen aus dem WLAN raus, werde noch ein paar Videos hochladen hier, weil ich hink da so ein bisschen hinterher. Aber ich habe hier freies WLAN, ich habe relativ gutes WLAN hier. Und danach geht es erstmal ab in das Funny World in Kappeln. Da habe ich auch noch einen Butterfly, den ich da counten möchte. Dann mache ich noch einen Alpine Coaster bei Forbach, Mieliskopf. Und dann geht es auf den Campingplatz in Bad Dürkheim. Da kann ich auch noch mal ins Wasser springen. Die haben auch einen See, glaube ich, angeschlossen. Ja, gut. Ja, ich freue mich auf den Tag und ihr könnt euch wie immer auf die Onrides freuen. Ciao!